So, meine Freunde, jo, da sind wir wieder. World of Final Fantasy, dritte Folge. Die letzte Folge war ein bisschen kürzer, da haben wir nur den Gierschlund quasi befriedigt. Und jetzt machen wir weiter. Und diese Folge, habe ich schon gesagt, könnte etwas länger dauern. Eine Schatztruhe. Bei meinem Glück ein Mimik oder sowas. Drei Heiltränke, Luxus. Die Frage ist, das random, dass das Schokobo etwas findet? Oder, So, Tama, I noticed Mirages disappear when we defeat them. Why is that? Most of the Mirages, oh, das sieht gruselig aus da hinten. Actually, they technically belong in this world. And so, when one of you guys gives them the old KO, they can't maintain their presence. Kann ich die Karte irgendwie öffnen? They fizzle that out and go. Ah. Okay, da müssen wir lang, dann gehen wir erstmal hier rechts. Wait. Now, that's weird. Eine Phönixfeder. Now, that's weird. Who was it that told me all this before? So, jetzt die Frage, ist das random, was das Schokobo findet? On the tip of my tongue. Oder das, ich muss mir richtig das Lachen verkneifen, weil das Schokobo so herrliche Geräusche macht. Oh mein Gott, ey. Now what's this? This is the Cauldron Murkrift. Inside you're the likely to find mirages that are, shall we say? Mirages? Oh man, let's go catch them. Immer her damit. Die Miragepedia. Mikropedia. Oh, nicht schlecht. This one's not very cute. Finsterklüfte sind oft Heimat seltener, starker und daher sehr gefährlicher Mirages. Bevor du dich in eine stürzt, solltest du sicherstellen, dass du gut vorbereitet bist. Jawohl. Ja, das sind wir auf jeden Fall. Reden wir nicht lange um den heißen Brei herum. Wenn du zum ersten Mal auf einer Finsterkluft triffst, wirst du in den meisten Fällen nicht stark genug sein, um die darin lebende Mirage zu besiegen. Am besten suchst du sie noch einmal auf, wenn du etwas stärker geworden bist. Und das liebe ich einfach an Final Fantasy. Später einfach die Nebenquests, die Sidequests alle machen, versteckte Sachen, Geheimnisse finden. Dafür liebe ich diese Oldschool Final Fantasies. Beziehungsweise ist es jetzt ein neues Final Fantasy, aber auf Oldschool basierend. Why did you? Now what do we do? Kämpfen. Sie sieht in dem Licht aus wie Lightning. Inside Murkrifts, you're likely to find mirages that are the strong and dangerous. You tried to tell us. Try a little harder, please. Ah, kloppen wir weg. Neue Mirage entdeckt. Zack. Ach, guck mal hier, Synergie, Kopfstoß, komm, machen wir einfach mal dieses, Synergy. Das sieht auch cool aus mit dem Schwert. Ich finde die Grafik. Oh, 5. Das schaffen wir bestimmt. Fuchsfeuer. Die hat nicht so eine coole Waffe. 5. Oh. Ich behaupte jetzt einfach mal, das muss so sein, weil anders kann ich es mir nicht vorstellen. Angriff! Ja, ist ja richtig auf Anabolika, der Behemoth. Verloren, oh oh. Hoffentlich muss das so sein. Um Fertigkeit und Magie im Kampf einzusetzen. Hat ja schon was vom Dark Souls. Oh no. Did you two die already? What? I died? But that's no way. Maybe it's true. That mirage in the Murkrift did kinda. Well, I'm still alive. Yes. That's because someone intervened. Right at the moment of your demise. And made it so the battle never happened. Wow, you can really do that? Of course. Although Tama's the one who does it. That's the right! I have the power to rewind time a little, and then to whisk you to safety. Although, it costs me a life to do it, so I hope you don't mind if I rest for a little the while afterwards. A life? You might not believe it, but I've actually got multiple lives. Back there, I had
had to sacrifice one of those lives to turn back time and to save you. You see, this girl with the ribbon that showed up in my dreams, she's the one who taught me how to do it. That makes zero sense and kind of freaks me out, but Tama, I'm impressed. Thanks! Oh, but just so you know, I can only use my powers to protect the two of you specifically. And only if you lose a fight, like what happened to you in the Murkrift. And I can always recover my lives if you stay here and let me the rest a spell. So, don't forget to give me a breather before I run out of second the chances. Dude, you got it. Say no more. Rest yourself silly. Yes, the sir. Thanks, Tama. We really owe you one. Especially Lon, who didn't have the good sense to listen before diving in. Könnt ihr euch noch dran erinnern, als ich in der zweiten Folge gesagt habe, ich habe den Pulli ausgezogen, weil es so heiß war, jetzt ist mir mega kalt. Okay, egal. Ist die gesamte Gruppe kampfunfähig, bringe ich alle zurück nach Neuenwaldbergen. Sieh es als eine Art strategischen Rückzug. Jawohl, Gegenstände, Erfahrungen und anderes gehen dir nicht verloren. Aber du musst deinen Weg zurück von Neuenwaldbergen ausfinden. Tamas kleiner Trick funktioniert übrigens nicht, wenn du dich innerhalb des Bannkreises einer Mirage befindest. Es ist also Vorsicht geboten. Okay. Hey, who's that? Oh, if you mean our new guest, she claims to have gotten herself lost. Go say hello. She's quite the character. Okay. The real question is how she got here from the outside world when it's no easy trick. Oh. She must have experience crossing between planes. Die Besucherin scheint zur Nordpromenade gegangen zu sein. Jawohl. Was ist das? Das sieht aus wie ein Speicherpunkt. Hat ein bisschen... Jo, Tatsache. Haben wir jetzt so ein bisschen an Final Fantasy X erinnert. An den kleinen Blitzball-Stadium-Speicherpunkt. Was ich cool finde, ich meine, ich habe keine PS Vita, aber dass das Crossover ist. Das heißt, man kann den Spielstand jeweils vom PS Vita zu PS4 oder umgekehrt hin und her wechseln. Das ist cool, wenn man eine PS Vita hat. Plaza 99. So, she's over at North Promenade. Ich denke mal, wir müssen wieder zu diesem leuchtenden Stern. Hier gibt's keine Eskorte. Sonst hätten wir hier ein paar Items suchen können. Dann gehen wir erstmal hier hin. Oh, wow. She's so tiny. Is she a... What's the word again? Lilliken? Lilliken, genau. Nicht Murkel. Lilliken. Ah, das ist die Chocolina. Wusste ich doch, ja. Hello, and how are you? Good. More or less. You know, what a nice quiet place. So who are the you? Oh, you can call me Chocolatte. Chocolatte. I seem to have washed up here like a soggy yellow feather in a storm. Huh? I do have this funny knack for winding up in strange places. Care to shop? I've got the goods. Chocoboco ching! Okay, das scheint unser Einkaufsplatz zu sein. Chocolate, Chocolate, Chocolate. Sammelt auf ihren Reisen alle möglichen Gegenstände und verkauft sie dann für Grimoire Gill. Also. Hallöchen, nur keine Scheu. Hereinspaziert zum Chocoboco Shopping. Tama Räusper. Achso. Ich muss auch sehr bitten, jawohl. Wo waren wir? Wenn du zurück in Neuenwaldbergen bist, ist es eine gute Idee, ab und zu Chocolates Sortiment zu überprüfen. Okay. Oh, die hat ja extrem viel. Mal einfach mal gucken. Heiltrank. Wie viel Gil haben wir denn jetzt? Wo steht uns? Ah, 107, das ist nicht viel. Es kostet ein Trank. 100 Gil. Königsfeder. Was ist das?
Halt Schlaf bei einem Gruppenmitglied. Ah, Amnesie. Aber ich denke mal nicht, dass es Ausrüstung später gibt. Aber man weiß ja nicht. Wir sind noch am Anfang. Aber ich denke nicht. Wow, slow down. What kind of operation is this? It's called a shop, dear. You're in luck. I find all kinds of stuff as I bounce from point A to point Q. I'm your Choco connection. Okay. Das Haupttor im Neuwäldchenpark bringt uns zurück nach Grimora. So hey, are you ready to head back to Grimoire? Vielleicht. Choco Chocolate. Choco Chocolate. Oh. Show that yourself, Seraphie! I didn't know it was you! You had it coming. You know, when you awakened, you should have woke me up too. I don't remember raising you to be such a selfish selfer poo. Well, I don't remember you the raising me at all! Who's this? Oh, hi. I'm just your adorable local wind pixie, aka Seraphie. My hobbies include gossip mongering and, let's see. Oh, I'm good at hoarding things. Yep. Hoarding? Hoarding. Why do you think I'm here? You must have tons of prismariums, more than you can handle, right? Well, we're still working on it. You'll have scads of them before long. You're gonna need a place to unload. Yeah, they are kind of bulky. Well, who's got you covered? This pixie right here. Enochrome made me a special prism case that lets me keep all your prismariums safe. Just plonk the ones you don't need in and yoink the ones you do need out. All plonking and yoinking must be performed within the confines of Nine Wood Hills or from an alternate location with a suitably strong connection. Additional terms, conditions, and restrictions may apply. Okay. I'm not sure I caught every single word, but I guess I agree? Oh yeah, this prismarium belongs to one of my tribe. Treat it with the same boundless love and affection you feel for me. Okay. Seraphie's kind of a special the case. Im Mirar-Tresor. Den Seraphie von Enochrome erhalten habe, werden automatisch alle Prismarien aufbewahrt, die du sammelst. Daraus kannst du dann den Mirage auswählen, die dich auf dein Abenteuer begleiten sollen. Achso, man kann gar nicht... Ah, okay. Und solange deine Mirage im Mirar-Tresor sind, können sie ihre Form durch Metamorphose ganz frei ändern. So etwas macht nur eine Enochrome möglich. Entschuldigung, dass ich jetzt am Ende leiser wurde, weil ich Metamorphose frei... Können sie ihre Form durch... Ich dachte, das können sie, wenn sie gelevelt haben. Jetzt bin ich auch ein bisschen verwirrt. Okay. Seraphie hat in Neuwaldberg für dich ein Auge auf den Mira-Tresor. Wenn du auf deine Prismarien zugreifen willst, kannst du Seraphie also entweder direkt dort aufsuchen oder an einem sicheren Ort wie ein Tor oder Speicherkristall. Achso, okay. Kontakt mit ihr aufnehmen. Okay. Die Speicherkristalle wird es ja wohl öfters geben. Ein Seraphon ist ein spezielles Telefon, mit dem du Seraphie zu dir rufen kannst. Wozu? Na, um an den Mira-Tresor zu kommen. Jawohl, wenn du Seraphie mit einem Seraphon rufst, bringt sie den Mira-Tresor mit und du kannst dann Prismarien austauschen oder Mirage ihre Form verändern lassen. Achso, das steht dann halt nur da. Okay. Ja, ja, du rufst, ich bringe ein Seraphon, kannst du aber nur einmal benutzen. Sonst müsste ich ja ständig angerannt. Hust, ich meine, wegen der Sicherheit. Genau. Die ist einfach unverbesserlich. Ja. Prismarium einer Silphe. Warum ist die grün? Diese kleine Windfee ist in Wäldern, Auen und anderen idyllischen Orten zu Hause. Silphen verstehen sich prima mit Seraphie und tratschen für ihr Leben gern mit ihr. Oh, die kann später Vidra. Scheint ein Supporter zu sein. Wohl Windgeflüster, okay, ich weiß jetzt nicht, was das alles ist. Bestätigen. Silphe. Ah, lass mir erstmal so. Ich bin mir sicher. Okay, dann gehen wir mal zum Sternchen. Hä?
Achso, ich muss X drücken. Wer lesen kann, ist klein im Vorteil. Anyway, I think you should be able to manage on your own from here. You mean you're the leaving us? Yes, you handle things now. Oh, okay, either will. It's cool. I'll lock this place down tighter than a Marlboro's bottle of mouthwash. That's a Seraphy guarantee. Huh? But where are you going now? Oh, well, somewhere else, of course. Yeah, that's not exactly very helpful. Look, we really need to ask you so many things. No, no, you'll figure it out. I can't do everything for you now. Everything? But you've barely done anything. Besides, every world has its own rules. Like water dousing fire, and light banishing darkness. I think that's just called science. Well, I designed mine to be so completely unbreakable that even I can't undo them. Undo what? The rules. You're bad at explaining. You're saying you can't help because that violates the rules of the world or something? Exactly. But why is that? I mean, come on. Just who do you think you are? Me? Oh, well, I'm God. So habe ich mir Gott immer vorgestellt. She's gone. Dude. I guess we can't necessarily rule it out, but for somebody calling the cosmic shots, she seems kind of sub-benevolent. Well, that's Anna Crow for you, so get used to it. So, she really is God? It's me. Anna Crow is Anna Crow, wouldn't you say? Pretty the much. Thanks for clearing it up. Lange Gespräche sind einfach nichts für dich. Dann habe ich einen Tipp für dich. Jawohl, halte R1 gedrückt, um außerhalb von Kämpfen die Zeit schneller vergehen zu lassen. Oder drück erst Option und dann Dreieck, um ein Gespräch gleich ganz zu überspringen. Jawohl. Okay, das kann man ja machen, wenn man Speedrun macht. Aber erstmal für die Story will ich es jetzt erstmal nicht. Außer es sind Dialoge, die immer wieder auftauchen. Mit Dreieck überspringst du allerdings die komplette Szene und hast im Anschluss also absolut keine Ahnung, was passiert ist. Aber wenn du eine Szene schon mal gesehen hast, dann nur keine Zurückhaltung. Hihi. Möchtest du? Natürlich möchten wir den Fortschritt speichern. Irgendwie bringt der Kaffee nichts. Ich habe jetzt schon 3 Kaffee getrunken. Ich bin immer nur müde. Das ist, wenn man nur 4 Stunden schläft. Aber nix hält mich auf. Nix kann mich auffallen. World of Final Fantasy. Sekundenschlaf. Okay, berühren wir mal das Haupttor. Oder, ach ne, wir haben ja gerade gespeichert. Oh, wo? Ich habe doch gar nichts gemacht. In Grimoire bilden sich Speicherkristalle ganz natürlich an gefährlichen Orten. An ihnen kannst du deine TP und AP wiederherstellen, deinen Fortschritt aufzeichnen und auf Mira Tresor zugreifen. Speicherkristalle sind super praktisch, du solltest sie also nicht links liegen lassen. Jawohl. Ja, sie sind eine Art Hort der Ruhe und Sicherheit. Ich empfehle dir, deinen Fortschritt so oft wie möglich aufzuzeichnen. Dann bist du im Fall der Fälle auf der sicheren Seite. Dann gehen wir mal direkt hier rein und schauen. Okay, das ist wahrscheinlich der Platz, den wir mitnehmen können, oder was? Tatsache. Oh, es gibt 150 Pokémon. 150 Pokémon. Ja, das sind wirklich viel. Und so viele können wir dann exakt mitnehmen. Okay. Das Problem ist, dass es alles... Okay. Das Tor verwenden. Dann gehen wir mal in den Quellwald. Wir sind wieder am Anfang. Drücke R1, um zu entscheiden, wer von den Zwillingen an Spitze der Gruppe läuft. Mal ist es LAN-Party, dann ist es Rin und dann weiter LAN-Party. Diese Reihenfolge hat übrigens keine Auswirkung auf Kämpfe und dergleichen. Also mach einfach,
was dir gefällt. Ah, okay, gut. Well, that certainly cost us a chunk of time. And whose fault is that? Oh, yeah, I want names. Oh, jetzt kommen die Kämpfe, jetzt geht's langsam los. Was ist das denn? Bist du der ungeduldige Typ? Dann habe ich genau das Richtige für dich. Jawohl, wenn du im Kampf R1 gedrückt hältst, dann vergeht die Zeit wie im Flug. Und über, ja, Menütaste ist das, glaube ich, oder? Kannst du den Kampf auch auf automatisch umstellen? Ah, nee, das ist ja nichts. Dann agieren deine Gruppenmitglieder inklusive Lahmparty und drin, ohne dein zu tun. Mit R1 beschleunigst du allerdings nicht nur dich, sondern auch deine Gegner. Sei also vorsichtig, denn der nächste Angriff könnte dich in 0, nichts treffen. Außerdem wiederholen deine Gruppenmitglieder im automatischen Kampfmodus fortlaufend ihre letzte Aktion. Vergiss das nicht, wenn du dich für diese Option entscheidest. Wer macht denn sowas? Okay, wenn man das Spiel sich nur angucken will, wahrscheinlich hätten sie noch eine Funktion machen müssen, wo man dann gar nicht mehr spielen muss. Wie richtest du in einem Kampf deine Angriffe auf ein bestimmtes Mirage? Im einfachen Modus werden die Mirage automatisch amüsiert, aber über Pfeiltasten kannst du dein Zähloch selbst bestimmen. Ist aber nur ein Monster da. Wie gesagt, ich werde immer die ersten Kämpfe im normalen Tempo machen. Und neue Fertigkeiten, die wir sehen. Oh, einfangen direkt mal. Move. Pokéball fliegt. Verdammt. Nein. Aua. Das hat Fehler abgezogen. Einfangen. Was? Einfangen. Okay, jetzt ist er, obwohl. Brauchen wir einen Prismen dafür? Ich glaube nicht, oder? Noch einmal, wir verlieren sonst zu viel HP. Warum befreit sich das Scheißding denn immer? Fertigkeiten, Analyse. Du benötigst zudem ein Mu-Prisma. Haben wir denn ein Mu-Prisma? Woher weiß ich, dass ich ein Eins habe oder nicht? Dann greifen wir erstmal an und danach mal gucken, ob wir eins bekommen. Jetzt haben wir unnötig HP gegen das Ding verloren. Okay, die nicht da sind, kriegen auch EP, aber nicht viel anscheinend. Habe ich das Gefühl. Nicht viel. Erfahrungspunkte. Ah, da wird es mir wahrscheinlich jetzt erklärt. Erfahrungspunkte EP, die du in einen Kampf erhältst, werden gleichmäßig auf deine Gruppenmitglieder aufgeteilt. Mirage, die sich nicht am Kampf beteiligt haben, erhalten zusammen immer noch 8% der EP, die wiederum auch gleichmäßig auf sie aufgeteilt werden. Mirage im Mira-Tresor erhalten leider keine Erfahrung. Okay. Jetzt muss ich aber mal was gucken. Gegenstände. Zack, zack. Prismen. Okay, wir haben Mu-Prisme. Baby-Moss-Prisma. Okay. Aber, nee, das will ich jetzt noch nicht einsetzen. Hä? Da hat irgendwas gefehlt. Oder war das mal wichtig? Ah, da, okay. Der Monk, der muss das hier wieder wegbekommen. Wer? Zack, zack. Zack, so. Ich finde aber die Welt, ist jetzt nicht groß gestaltet, aber sie sieht echt schön rund aus. Ja, wen haben wir denn hier? Schon wieder das kleine Missvieh. Diesmal fangen wir es. Und zwar Angriff. So, jetzt können wir es fangen. Hoffentlich.
Jawohl. Ah, was ein Akt. Alright. Denn wir wollen sie alle haben. Alle 150 Pokémon. Stufenaufstieg. Wunderbar. Wer beim Anblick dieses kleinen und vermeintlich süßen Waldbewohners seine Deckung herunternimmt, bekommt schon im nächsten Moment einen Schwanzhieb übergebraten. Hat nichts mit dem sagenhaften Kontinent zu tun. Macht manchmal Mu, wenn ihm danach ist. Okay. Rubinlicht, Glanzrubin. Okay. Mu heißt erstmal Mu. Wird deine Gruppe ausgelöscht? Oh nein, da ist wieder der Gefährliche. Böse. Böse. Ich laufe einfach mal hier rum und gucke, ob das Schokobo vielleicht noch irgendwas findet. Das Schokobo-Küken. Come on, bring it. Let's begin. Schon wieder ein so ein Ding. Da können wir jetzt ruhig Tempo machen. Zack. Weil den Kampf kennen wir ja schon. Das wäre ja so eine Zeitverschwendung. Das war easy. Jetzt sag ich, wir können den noch nicht besiegen. Mon, don't touch it this time. I know. But could we see all this stuff before? Now that you've fought that thing the once, you can see all its information. Ah, okay. And if you happen to know some Libra magic, you can peep at its data before you even jump in. Very good thing to keep in the mind. Got it. Yep. Very good thing to keep in the mind, Lon. Why are you repeating it? And just for my sake? Hack nicht auf mich rum. Oh. Zwei Stück. So, Fertigkeiten. Kopfstoß. Gucken wir uns mal an. Okay, das hat weniger abgezogen. Oh, da hat sie ihn weggekrittet. Warum hat die eigentlich so ein cooles Messer? Und Lahmparty hat wieder nix. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Den Behemoth gehen wir dann gleich an. Auf Level 5. Machen wir ihn dann platt. Ganz einfach. Ah, okay. Das schauen wir uns jetzt natürlich noch an. Hat man aber wahrscheinlich schon auf YouTube gesehen, denke ich mal. Richtig geil animiert, wo ich das auch auf YouTube gesehen habe. Sieht echt klasse aus. Und ich als Anime-Fan muss sagen, das ist echt, es sieht wirklich klasse aus, richtig geil animiert. Hm.
Cool aus, sieht echt gut aus. Ja, Square Enix ist halt eine feine Sache. Damals Squaresoft. Chapter 2. Foretold by Prophecy. Die Geschwister aus der Prophezeiung. So, meine Freunde. Ich würde aber sagen, das war's dann mit der Folge. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass halt das Video kommt. Jetzt sind wir schon bei einer halben Stunde. Dann würde ich sagen, beenden wir das Ganze hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ich habe durchgehend so ein Kribbeln, die ganze Zeit ein bisschen Gänsehaut, weil ich bin auch ein bisschen gehypt auf das Spiel, muss man einfach mal sagen. Aber bis jetzt bin ich noch nicht enttäuscht. Natürlich eine lange Einführung, aber die kriegen wir auch noch um und dann geht's richtig los. Aber die Story wird bestimmt, die wird schon. Die nimmt Fahrt auf. So, also ich würde sagen, macht's gut, meine Freunde. Bis zur nächsten Folge und auf Wiedersehen.